Hallo zusammen, mein Name ist Nadine Dütorn. Ich bin an der VHS in Coburg zuständig für den Programmbereich Gesundheit. Ja, ich freue mich, dass es uns auch fürs kommende Herbst-Wintersemester wieder gelungen ist, ein Bundesprogramm auf die Beine zu stellen, mit wie gewohnt vielen Yogakursen, Pilates, Tai Chi, Rückenschule, Aquafitness, Aquacycling haben wir alles wieder im Programm. Sind auch noch Plätze frei, kann man sich gerne noch dafür anmelden. Ja, daneben haben wir einige neue Laufkurse im Programm. Das ist ja so ein Trend, der sich während der Corona-Krise ein bisschen herauskristallisiert hat, dass man eben laufen gegangen ist. Diesen Trend haben wir aufgegriffen, bieten jetzt Laufkurse sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene an, zur Verbesserung der Technik oder eben um die richtige Technik zu erlernen. Außerdem haben wir wieder Gesundheitsvorträge mit dabei. Referenten sind Ärzte aus der Region, Psychologen, Physiotherapeuten, die dann eben zu unterschiedlichen Themen referieren, wie zum Beispiel gesund durch Meditation, das Immunsystem stärken, wichtiges Thema, oder auch Hilfe bei Schlafstörungen. Ja, was wir auch im Programm haben, sind zwei Selbstversuche. Einmal geht es darum, eine Woche zuckerfrei zu leben und im zweiten Selbstversuch geht es darum, eine Woche plastikfrei zu leben. Da werden dann jeweils Experten in einer Auftaktveranstaltung aufklären über die Hintergründe von Zucker und Plastik. Und dann geht es eben darum, eine Woche ohne auszukommen. Dann gibt es nochmal eine Schlussveranstaltung, also die Experten geben dann auch Tipps mit an die Hand, wie man die Woche gut übersteht und wie man das auch durchhält. Und nach der Woche kommt man dann nochmal zusammen, bespricht sich, was hat man für Erfahrungen gemacht, was nimmt man vielleicht für sich und die Zukunft mit. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt und hoffe, dass möglichst viele Teilnehmer in unsere Kurse kommen.